So, willkommen zu weiterem Spiel Dominion hier gegen The Sad Panda. Der einem sehr hoch ist im Leaderboard. So, was haben wir hier? Das Grenzdorf, wir haben hier die Brücke, aber leider keinen Card Draw. Hat nur hier das Lagerhaus, um ein bisschen Cycling ins Deck zu kriegen. Ja, das ist interessant. Die Bank ist auf jeden Fall nicht interessant. Weil kein Card Draw da ist. Mandarin ist es eigentlich auch uninteressant. Es ist hier das Handelsschiff da für sozusagen Big Money Spiel. Okay, auf jeden Fall denke ich Silber hier und ja, Umbau. In was möchte ich hier eigentlich groß umbauen? Ich kann Anwesen in Silber umbauen, in Komplott, in Waren, Lagerhaus. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann mir hier die Brücke lieber. Und komme hier auf 5 und nehme da. Weitere Brücke oder sogar. Genau, dann kommt das Lagerhaus dazu. Und vielleicht komme ich auf so ein paar nette Züge, wo ich ein paar Brücken zusammenkriege. Wirklich einen Plan habe ich hier eigentlich noch gar nicht so richtig. Okay, er baut Anwesen in Umbau um. 4, es gibt eine weitere Brücke. Okay, hier ziehe ich das Entsorgen vor. Und kaufe weiteres Silber ist erstmal. Brauche noch ein bisschen mehr Geld. Okay, er baut einen Umbau in Grenzdorf mit Handelsschiff um. So. Ich will auf jeden Fall das Anwesen behalten, weil ich das entsorgen möchte. Komm auf 4. Ich habe schon ein weiteres Anwesen. Ich werde ein weiteres Warenhaus kaufen. So, eine weitere Brücke. Könntest sogar jetzt eine Provinz kaufen. Das mache ich jetzt aber nicht. So, und dann kriege ich noch ein paar Handelsschiffe und dann sieht es doch schon ganz gut aus. 1, 2, 3. Brücke, Brücke. 4. Jo, das sieht doch ganz gut aus. Die Handels. Kosten ist jetzt nicht mehr so interessant. Durch meine Warenhäuser. Das war vielleicht keine so gute Idee. Ich werde das jetzt auf jeden Fall ablegen, weil ich hier nicht wirklich was entsorgen kann. Ich lege trotzdem Silber, glaube ich, ab. Komplott möchte ich behalten. Ja, und hier gehe ich, glaube ich, schon auf die Provinz. Und die Brücke lege ich mal zurück.
Er macht hier irgendwas mit Umbau, aber ich verstehe nicht so ganz, was er hier versucht. Ja, es ist schwierig. Ich glaube nicht, dass ich den Handelsposten hier so brauche. Auch hier komme ich auf eine weitere Provinz, glaube ich. Ich bin hier, glaube ich, ganz gut dabei. Zwei Provinzen hier in der Führung. Bin mir immer noch ganz unsicher, was die beste Strategie hier ist. Allein Handelsschiff, großes Geld ist, denke ich, schon sehr stark. Ich wollte jetzt ja auf ein bisschen größere Engine gehen, aber ich glaube, dadurch, dass er hier was Größeres versucht, bin ich dadurch gut dran, hier eine Führung aufzubauen mit den Provinzen. Er kann halt, denke ich, das ist der große Vorteil, den er hat, nachher mit dem Umbau die Grenzdörfer in Provinzen umbauen. Und das ist, denke ich, das, was er versucht. Jetzt verstehe ich, glaube ich, auch, was er versucht. Hier werde ich die Brücke ablegen und das Handelsschiff spielen stattdessen. Ich komme auf 6. Ich werde mir jetzt dann auch einen Umbau holen. Und das Warenhaus Recycling. Zwei Provinzen in der Führung. Er tut weiterhin umbauen in Grenzdörfer. Man kauft Grenzdörfer. Ich habe jetzt hier den Umbau. Ich könnte es beschleunigen, indem ich eine Provinz umbaue. Aber ich glaube, ich. Ja, ich kaufe einfach eine. Da bin ich besser dran. Das heißt, ich habe jetzt drei Provinzen Führung. Jetzt muss er schon einen großen Zug hinkriegen. Er muss jetzt hier zwei, vielleicht Grenzdörfer in Provinzen umwandeln, um das ein bisschen aufzuholen. Ansonsten sieht es ganz gut aus. So, jetzt spielt er halt drei Handelsschiffe und kauft sich eine Provinz. Nächste Runde hat er eigentlich auch eine Provinz sicher. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Alex kannst du aufrücken. Genau. So. Brücke. Und ich kann hier. So. Ich habe 5. Ja, ich denke, das mache ich so. Ich möchte nicht die Brücke tot ziehen. Den Handelsposten will ich definitiv nicht. Den Komplott brauche ich auch nicht. Ich glaube, ich lege das Dorf zurück. Jetzt habe ich drei Dörfer auf dem Deck. Da wäre die Brücke doch besser gewesen. Okay, jetzt baut er ein Silber in ein Herzogtum um und kauft eine Provinz. Das heißt, in Herzogtümer sind wir gleich. Und er hat zwei Provinzen, ich habe drei Provinzen. Ja, sehr schön. Ja. Ich komme leider nur auf 4. Ist ein weiteres Herzogtum. Und jetzt gerät mein Deck langsam ins Stocken. Das ist nicht schön. Das heißt, ich bin noch 9 Punkte in der Führung. Aber, naja,
Seine Umbauten können jetzt ja gut was machen. Ich komme jetzt hier wieder nur auf ein Herzogtum übrigens. Das ist echt schlecht. Jetzt bin ich ja gespannt, was er macht. Okay, er tut dann Anwesen nochmal in Umbau umwandeln. Okay. Und spielt ein Silber. Das heißt, das ist ein Herzogtum für ihn. Jawohl, sehr schön. Hier bin ich auf jeden Fall schon mal bei 6. Oh, nochmal ein Herzogtum für ihn. Oh. Ja, ich tue auf jeden Fall das hier in ein Anwesen umbauen und kauf in ein Herzogtum und kaufen wir das letzte. Hier wird es schwierig, was ich hier mache. Es gibt nur noch zwei Umbauten und ich bin in der Führung. Das heißt, ich kaufe mir hier einen Umbau. Und dann ist nur noch ein Umbau da, das ich jetzt hoffentlich mir holen kann. Ja, halt eine Provinz und kauft die nächste Provinz. Ja, und jetzt weiß ich nicht. Jetzt ist es natürlich unschön. Ich habe keine Ahnung, ob ich genug Führung habe. Ja, ein Punkt Führung. Es hat gereicht. Es war knapp. Ich musste es probieren, weil er hätte definitiv dadurch, dass er einen Umbau und einen Christoph zurückgelegt hat. Definitiv nächste Runde die Provinz gehabt. Sehr spannendes Spiel. Sehr knapp. Mit einem Punkt habe ich das Spiel gewinnen können. Ich hatte noch ein Anwesen. Das hat es entschieden. War nicht schlecht. Ich bin mir immer noch unsicher, was die beste Strategie gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass meine Strategie die beste war. Auch die Idee mit dem Umbau, die Grenzdörfer nachher in Provinzen zu bauen, ist natürlich auch gut. Aber es war irgendwie sehr langsam. Vielleicht wäre Handelsschiff großes Geld am besten gewesen. Und wenn wir auf 6 kommen, dann stattdessen halt Grenzdörfer nehmen. Ist, glaube ich, sehr gut, weil zwar mehrere Handelsschiffe pro Zug zu spielen, ist ja fast besser als ein Gold teilweise, weil ich ja dann von jedem Handelsschiff über 2 Züge auf 4 kriege anstatt 3. Das wäre vielleicht sogar besser gewesen. Und ja, und dann später erst den Umbau aufzunehmen, um dann ein paar Grenzdörfer umzubauen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.